Servus, Christoph vom Kanal Schnorres58. Du hast eine Tagging-Runde gestartet. Du hast uns aufgerufen, was ist für uns das ideale Messer? Ja, weil ich dein Video gesehen habe, da habe ich gar nicht lang überlegen müssen. Also ich habe eigentlich mein ideales Messer gefunden, und zwar ist es mein geliebtes Feldkniven WM1. Für mich ist das Messer deshalb das ideale Messer, weil es erstens ist ein Fixed. Das heißt, mit dem kann man sehr, sehr viel machen. Also eben durch die feststehende starke Klinge könnte man im Notfall etwas hebeln. Wenn Sie siehst, es liegt sehr gut in der Hand durch den Griff. Das ist direkt der Handschmeichler. Also natürlich super zum Schnitzen, für alltägliche Aufgaben super, so, damit zu arbeiten. Also ich verwende das eigentlich auch wirklich für alles. Ja, es ist sehr, sehr scharf zu bekommen. Es ist ein laminierter VG10-Stahl. Ja, ist auch deswegen ideal, fühlt ja zusätzlich mit dieser Kydex, was ich noch machen lassen habe, trage ich das als Neckknife. Sehr angenehm zum Tragen, also sehr super flach. Das unteren Sweatshirt oder T-Shirt, das fällt nicht auf, stört nicht. Sehr, sehr leicht, also ja, somit habe ich das immer dabei. Ja, es ist einfach für mich wirklich ein ideales Messer, ja, weil man alles machen kann, mehr oder weniger. Ist angenehm zu tragen. Ja, man könnte es ja ein bisschen betonen, wenn es einmal sein müsste. Aber ja, weil mit dem ich ja nicht machen, aber ich meine ja nur. Ja, kommen tut das Messer, wenn man es bestellt. Das ist die Originalscheide dazu, eine Zeitalscheide. Manche eine Staubsaugerdüse, aber füllt dann sehr tadellos. Aber als Neckknife ist das für mich dann einfach ideal, optimal. Jo. Das WM1 von Feldkniven ist für mich das ideale Messer. Gleichzeitig mein Lieblingsmesser ist es geworden. So, das war meine Videoantwort für dich, Christoph. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.